Bist du drauf? Mhm. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Sirius heute mal. Wir befinden uns hier vor dem wunderschönen Oper in Köln, Palladium, Köln. Ja, EA hat eingeladen und ein paar Leute sind gekommen. Schauen wir mal, was es da heute so gibt. Und jetzt wieder zurück zum Sirius. Der Daumen! Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe Quatsch in die Kamera. Heute mit Happy. Ja, ich stehe im Moment schon in Köln vorm Palladium, glaube ich. Und hier ist die Einladung zur EA-Pressekonferenz. Da wird um 15 Uhr Einlass sein und um 14 Uhr bin ich, Humpy, aber schon mit Game Insight und ich glaube, Krieger kommt auch verabredet. Und deshalb bin ich heute ganz einfach ein bisschen eher hier. Jetzt bin ich allerdings schon 20 Minuten zu früh. Wir haben im Moment 20 vor 2. Von den anderen ist noch keiner zu sehen. Drüben vom Gebäude parken schon irgendwie so ein paar fette Porsche mit Need for Speed irgendwie draufgeklebt, habe ich gesehen. Ansonsten ist hier noch relativ wenig los. Ja, das war so ein bisschen die Ansage, was soll ich mal machen, so von der Gamescom direkt oder so, irgendeine Aktion. Und da hatten sich viele Leute über Facebook halt einfach Quatsch in die Kamera gewünscht, so eine Fortsetzung der Folge, die ich noch zu Hause gedreht habe. Ja, jetzt sitze ich hier gerade im Auto, trete mir so die Beine platt und tot. Bin inkognito unterwegs, check halt irgendwie E-Mails, oh, falsch rum, so rum. Und ja, wart hier eigentlich der Dinge, die da kommen. Man konnte vorhin auf Facebook so ein bisschen ein paar Gerüchte und ein paar Andeutungen finden, dass eventuell Half-Life 3 vorgestellt wird. Ja, nicht irgendwie eine Episode so, sondern wirklich Half-Life 3. Ich bin mal gespannt, Valve, die haben ja diese Orange Box über Electronic Arts publizieren lassen. Ja, EA war da der Publisher für diese Orange Box und das wäre ja eventuell, ich weiß es nicht, es wäre ja möglich, dass EA auch Publisher von Half-Life 3 wird. Und dementsprechend, vielleicht wäre das der ganz große Knaller. Auf jeden Fall werden wir sicherlich so Sachen sehen wie Medal of Honor Logo, Crysis 3 werden wir gleich sehen, Need for Speed werden wir sehen. Dann gibt es ja hier, wie heißen die Jungs, Army of Two. Bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan von, kommt glaube ich auch ein neuer Teil, werden wir vielleicht Sachen von sehen. Sie wollten glaube ich insgesamt 3 Sachen vorstellen, neue Sachen, die sie bisher noch nicht gezeigt hatten. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher, muss ich gestehen, und Humpy weiß auch irgendwie nicht Bescheid, der liegt jetzt auf dem Rücksitz rum und ich bin mal gespannt, was da gleich abgeht. Und ich werde diese heutige Folge immer so ein bisschen wahrscheinlich zusammencutten, weil jetzt 5 Minuten im Auto labern ist ja auch irgendwie blöd, oder? Das bedeutet, ich schalte die Kamera wieder ein, wenn gleich Game Insight und so mal da sind, wird da ein paar Szenen von aufnehmen. Und ja, ist halt so ein kurzes Quatsch-Special zwischendurch, während ich hier Brötchen von der Aral-Tankstelle esse. So, bis später, Leute. Ja, wie wir alle mittlerweile wissen, hat es natürlich Half-Life 3 nicht auf der EA-Pressekonferenz gegeben. Wie schade. Die nächsten Szenen sind jetzt einfach nur so Outcut-Szenen, ja. Wir haben einfach eine Menge Spaß da gehabt und ich fand es zu schade. Das passte nicht wirklich in ein richtiges Video rein, aber ich fand es zu schade, das wegzuwerfen und wünsche euch einfach viel Spaß damit. Sichtbar, oder? Bastian Pastewka ist mit uns. Alter. Da ist er. Ich finde das immer zu voll zum Kotzen, ey. Ich denke immer so. Vor allem, wie man auf die Idee kommt, sich erstmal die Fresse so hochzuziehen, dir die Augen so runter. Ja, ich bin mir da mal gestellt. Ihr seht auch schon alles hier: Kamera-Gedöns, ja. E-Zigarette. Wir geben uns auch schon ordentlich die Kante mit Cola, genau. Und Wasser. Ja, Rum-Cola. Rum-Cola, genau, natürlich. So, wir legen dann heute mal richtig los. Gucken wir mal, was wir da. Das wird dieses Jahr. Richtig, sag mal 200.000. Hiermit hast du nicht das Recht, dieses Video kommerziell nutzen zu können. Schade, ist leider schon online. Strike. Ich muss mal mit meinem Netzwerk sprechen. Strike. Sorry. Geht nicht anders. Ich hätte ein paar geheime Infos, wie, wo und irgendwas gedünst. Die anderen Jungs sind auch drin. Kamera gegen Kamera. Oh, Stefan ist doch drin. Stefan ist auch reingekommen. Bastian Pastewka heute. Ja. Komm, machen wir nochmal Bastian. Komm, mal. Bastian Pastewka heute. Jetzt gibt's Bastian Pastewka. Den Besten. Okay, man kann es nicht sehen. Das scheiß Licht hier. Komm hier. Komm hier. Red ich mal rum. Leute, Leute. Ja, komm, wir sind noch andere Menschen. Nein, nein, hier ist keiner sonst. Ja, Bastian Pastewka heute hier live. Guten Tag. Pastewka. Schöne Grüße an alle Corona-Fieber-Fans.
Shoutout von Mathieu Pastewka und an Sirius natürlich auch. Ne? Viel, viel Spaß auf der Gamescom 2012. Und, mit zwei Promille. Ich bin raus. Game ever. Not really. Best game of today.